Heute wird es richtig kasig mit einer wilden Outdoor-Küche, und zwar sind wir unterwegs in Pinzgau und machen dort original Pinzgauer Kasnocken auf offenem Feuer. Heute wird es richtig rustikal, und für unsere Wildlife-Kasnocken brauchen wir natürlich einen richtig guten Kas heute. Das haben wir bei Martina und Sigi Herzog. Der Sigi macht nebenbei auch noch einen Gin, das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Aber als erstes tanken wir jetzt einmal unser Auto. Ich mache heute Kasnocken, gell? Und ich weiß ja, im Pinzgau ist das normal so, drei Sorten Kas waren gut, eine gute Mischung. Und ein bisschen ausgefallener war irgendwie interessant. Was hättest du da für mich? Ja, ausgefallen habe ich auch da. Also was halt super ist, was unser Standard-Kas für die Kasnocken ist, ist der Summerstein. Mhm. Das ist einfach ein Muss, weil er einfach einen guten Geschmack hat, würzig ist und auch ein bisschen ein Fett dazu gibt. Weißt, du brauchst dann für die Kasnocken auch nicht so viel Fett. Und dann nehmen wir allweil noch irgendeine andere. Wir haben oft einen Bergkas dazu, einen mildern, aber wenn du was Ausgefallenes willst, war halt sicher interessant in der Chili-Kas. Chili deswegen auch, weil einfach die Schärfe mal was anderes ist. Mhm. Und Chili einfach auch so verdauungsfördernd ist, stoffwechselanregend. Gell? Das Scharfe, die Kasnocken sind ja schwer und fett. Und das war sicher etwas Interessantes dazu. Die Chili gehört zu den Nachtschattengewächsen. Und es gibt Aufzeichnungen, dass schon ca. 8000 vor Christus die Menschen Chilis verwendet haben. Die Urform war eine ganz kleine rote Beere. Und sie kommt aus Südamerika und aus Asien. Erst durch Christoph Kolumbus ist sie zu ca. um das 15. Jahrhundert auch nach Europa gekommen. Die Chili, die hat ganz viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und da ist vor allem das Capsaicin ganz interessant. Das regt nämlich die Durchblutung an, das fördert unsere Verdauung, senkt auch unseren Blutzucker und unseren Cholesterinspiegel. Außerdem hat es ganz viele Antioxidantien enthalten, was entzündungshemmend wirkt. Die Chili regt auch unsere Kerntemperatur im Körper an. Somit verbraucht man mehr Kalorien und das ist super für unser Gewichtsmanagement. Die Chili kann man in unterschiedlichsten Arten verwenden. Frisch, getrocknet oder einfach in einer Paste haltbar gemacht oder eingelegt. Sie kann aber auch Bestandteil von einem wärmenden Tee sein. Als dritten Kas dann vielleicht noch den Boxhornklee-Kas. Das leicht nussige ist einfach spannend auch dazu, finde ich. Der Boxhornklee gehört zu den Schmetterlingsblütengewächsen und er stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Man findet ihn kaum ausgewildert, hauptsächlich nur in kultivierter Form. Im zeitigen Frühjahr kann man die ganze Pflanze verwenden. Ansonsten nimmt man nur den Samen her. Nach der Blüte entsteht dieser Samen, man erntet die Pflanze, hängt sie zum Trocknen auf und klopft die Samen raus. In den Samen sind 45% Schleimstoffe enthalten. Wenn man daraus einen Kaltauszug macht, hilft es wunderbar gegen Atemwegserkrankungen und bei Magenbeschwerden. Außerdem stärkt er unsere Leber, lässt Blutzucker und Cholesterinspiegel senken. Wir kennen den Boxhornklee hauptsächlich aus exotischen Gewürzmischungen, wie zum Beispiel am Curry. Man kann ihn aber auch frisch, getrocknet, geröstet im Ganzen oder gemahlen verwenden. Aber man kann auch Sprossen draus machen. Boxhornklee kennt man ja nicht so bei uns da. Ich habe aber wieder einen Boxhornklee, auch nicht immer, aber der hat so interessante nussige Noten dazu. Okay, ja, das darf gut passen. Nussig und Chili. Und die Schärfe dazu. Ja, für einen scharfen Kasnocken ist einmal was Neues. Genau, vor allem ist es gut für den Stoffwechsel, das Scharfe nachher, weil ja. Ein Kasnocken liegt eh so am Magen und dann ist das sicher was Gutes. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, dass du sagst, Chili und Boxhornklee, das ist halt schon sehr speziell? Ja, weil man halt einfach viel, wenn man offen ist für gute Sachen, dann probiert man viel, auch woanders und schaut und dann denkt man sich, ja, fangen wir halt probieren an. Wir haben ja ganz mit Standard angefangen und haben das halt nach und nach erweitert. Und wie produzierst du jetzt deine Kassorten? Also ich kriege die Milch aus der Region und eben wenn ich die kriege, dann kasse ich. Und das ist natürlich der Idealfall. Gell? Und wie lange brauchen die Käse ungefähr, bis sie dann genussreif sind?
Also meine Kas brauchen nicht so lange, die brauchen so 2 bis 3 Monate und die lagern dann im Reifekeller und das kannst du ja dann anschauen. Gell? Der Käse ist ein uraltes Produkt. Man hat das einfach verwendet, um die Milch haltbar zu machen. Heute ist eine hohe Kunst daraus schon entstanden. Für die Menschen, die Milchzucker nicht so gut vertragen, ist Käse eine super Alternative, weil durch den Reifeprozess der Milchzucker sie in Milchsäure umwandelt. Desto härter und reifer der Käse wird, umso weniger Milchzucker ist enthalten, aber dafür umso mehr Kalzium. Der Käse hat auch viele Vitamine enthalten, wie A, D, E und K. Aber auch Phosphor, Kalium, Jod und Kalzium, was super ist für unsere Knochen. Er hat auch viel Eiweiß enthalten, was gut ist als Baustoff für unsere Muskeln, aber auch für unser Immunsystem und für die Blutgerinnung. Ja, Wahnsinn, so viele Sorten. Aber an den Raum, an den Reiferaum, da muss man sich erst gewinnen, weil das ist speziell. Der Geruch, das hält man nicht so lange aus, aber ich habe für mich meine 3 Sorten schon gefunden. Sommerstein, Chili-Kas und Boxhornklee. Und die werde ich mir jetzt mitnehmen. Aber wir schauen auch noch zum Sigi auf in die Brennerei, weil ein Gin würde ich schon auch gerne noch kosten. Markus, hab ich dich, grüß dich. Du, ich brauche noch einen Nachspeis, ja. Wer jetzt an einen Gin denkt. Ja, die Kasnocken sind immer ein bisschen deftig, gell? Dann tauge ich mir schon ein bisschen einen Gin durch. Ja. Du, wie funktioniert jetzt das da eigentlich genau bei dir? Der Brenner läuft so, wir haben jetzt da in meinem Gin innen, das heißt, wir haben da die Kräuter vorher alles in Alkohol eingelegt. Mhm. Das wird dann da in die Blasen eingefüllt, wird da drinnen dann erhitzt. Der Alkoholdampf steigt dann auf, geht über diese Kolonne auf, wird da innen gereinigt und geht dann über die Kühlung mehr oder weniger außer und rinnt dann über die Vorlage heraus und wir können das dann so dann gewinnen. Das ist aber nicht das, was du anfühlst, oder? Nein, das ist jetzt ein reiner Gin. Das hat ungefähr 86%, so wie es da ist. Das wird jetzt dann mit 86% gelagert, wird dann mit unserem eigenen Quellwasser verschnitten auf 40% und so geht das dann an den Handel und den Verkauf. Und so war es jetzt quasi eine kurze Nachspeise? So war es eine kurze Nachspeise und wenn man es ein bisschen verdünnen, ist es eine längere genau. Nachspeise. Ist der Gin eigentlich ein Geheimrezept oder sagst du, da gibt es schon Sachen, wo du sagst, das ist drinnen, das sind schon, die Zutaten? Nein, ich meine, geheim. Jeder hat sein eigenes Gin-Rezept. Wir haben auch lang Düftel da unseren. Was halt immer drin ist, oder die meisten Gin ist einfach Holder, ist immer drin, muss drin sein. Also ja, immer meistens einfach Koriander drinnen. Und wir haben halt dann noch Sachen, wie Muskatblüten, Veilchenblüten, Orangenzesten, Zitronenzesten, Sternanis. Und halt, da ist jeden eigentlich freien Lauf lassen, was ich habe. Ja, Markus, möchtest du mal kosten, wie das ist, wenn das frisch da rauskommt? Sind wir das dran? Jawohl, das ist gut. Ja. Also einen kleinen Schluck. Boah, Halleluja. Uiuiui. Ui. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Boah, also das ist einmal intensiv. Das taugt einem, gell? Also so. Darf man sich das ja gar nicht vorstellen. Nein, ist ja so, ist einfach das reine Essenz, was rauskommt. Gell? Aber hat extrem viel Aroma. Also ja, das ist ja brutal. Ist natürlich klar, gell, weil da ist, das ist das Rohprodukt und da ist die ganze Kraft drin für die ganzen Kräuter. Gell? Ja. Aber ist das so, dass das dann durch das Verdünnen mit dem Wasser dann noch intensiver wird, oder? Die Aromen kommen anders raus. Also wie es jetzt halt irrsinnig stark ist vom Alkohol her, kommen dann die Aromen mit durchs Wasser anders raus. Weil man muss sagen, wenn man so einen Schnaps dann probiert oder so einen Gin probiert, wenn er stark ist, muss man also angesetzt wieder probieren, weil das entwickelt sich alles komplett auf eine andere Richtung dann. Ja. Ist ja eine Riesenapparatur eigentlich das Ganze mit der Brennerei. Natürlich sicher extrem aufwendig, auch vom Strom her. Wie hältst du mit dem Strom im Stromsparen? Ja, bei uns ist es so, wir heizen den ganzen Betrieb und die ganze Brennerei eigentlich alles mit Hackschnitzel, wir haben eine eigene Hackschnitzelanlage, in Kombination mit einer Solaranlage. Mhm. Zusätzlich kriegen wir jetzt dann eine PV-Anlage und das wird dann eigentlich eine ganze runde Geschichte werden. Ja. Und wie tut sich das mit dem überschüssigen Strom? Ja, wir werden schauen, dass wir den überschüssigen Strom, den werden wir bei der Salzburg AG dann einspeisen. Und wir haben ein Elektroauto haben wir auch und da schließen wir das auch alles ein. Ich habe übrigens mein E-Auto bei dir angesteckt, das passt eh, oder? Ja, das passt auch, das kriegen wir auch noch hin. Sehr gut. Ein bisschen Wildlife Kitchen da im Stolzengraben. Wir haben schon Feuer gemacht. Ja, und da brauchen wir jetzt für unsere Kasnocken noch ein paar Grundzutaten. Das heißt, wir haben unseren guten Kas, den wir mitgebracht haben. Wir haben eine Spätzle, eines der einfachsten Sachen auf der Welt. Mehl,
Eier, Salz, Wasser, mehr braucht man dazu nicht. Dann ein paar Zwiebeln, ein bisschen Rindsuppen, ein bisschen Öl für die Pfanne und Salz und Pfeffer und oben drauf ein Schnittlauch. Und eins sage ich euch, das Schwierigste heute war definitiv das Feiermachen. Das Wichtigste bei den Kasnocken ist eigentlich, dass die sogar ein bisschen anbrennen dürfen und dass wir richtig schöne Printen kriegen, die wir dann aufkratzen und unter die Kasnocken drunter mischen. Und wenn man das macht, das zeige ich euch jetzt gleich. Für unsere Kasnocken würfeln wir natürlich jetzt noch unseren Käse, den Boxhorn-Klee-Käse, einen Chili-Käse und einen Summerstein. Und ich bin schon sehr gespannt, was das heute mit unseren Kasnocken macht, weil das wird sicher ein bisschen anderer Geschmack werden. Und der Boxhornklee, der scheint ein bisschen reifer, da nehmen wir ein bisschen weniger. Vom Chili darf es gerne ein bisschen mehr sein, weil ich persönlich mag es gerne ein wenig scharf. Dann geben wir in die Pfanne ein bisschen Öl, das lassen wir richtig heiß werden. Dann geben wir dazu unsere Zwiebeln, dann die ganz kurz schön glasig anschwitzen. Dann geben wir unsere Nocken dazu, unsere Käsewürfel, gießen das mit ein bisschen einer Rindsuppe auf und dann tun wir das auf dem Feuer richtig schön langsam mit viel Geduld cremig rühren. Und jetzt, wenn der Käse anfängt, sich so richtig schön zum verschmelzen, dann darf man unten jetzt nicht mehr wegkratzen. Nämlich jetzt darf man die Printen ansetzen lassen und oben nur mehr leicht bewegen, damit es unten eine schöne Kruste kriegt. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt haben wir schon richtig schon diese schönen Printen aufkratzt jetzt und drunter gemischt. Und es gibt dann diese leicht krustige Konsistenz von den Kasnocken. Und das ist eigentlich das, was die Kasnocken ausmacht. Und jetzt gehen wir zum Schluss noch unseren Schnittlauch drauf. Und natürlich ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Das macht unsere Schärfe dann noch ein bisschen runder. Der Pfeffer gehört zu den Pfeffergewächsen und ist die Frucht des Pfefferstrauches, kommt ursprünglich aus Südindien. Es gibt aber auch den Pfefferbaum, der gehört zu den Sumachgewächsen, von dem haben wir den rosaroten und den bunten Pfeffer. Der grüne, schwarze, rote und weiße Pfeffer kommt von demselben Strauch. Aber der grüne zum Beispiel wird einfach früher geerntet und wird eingelegt, gerne in Essig oder auch in Salz. Der rote, den erntet man erst ganz reif, der ist somit am aromatischsten und am fruchtigsten. Der weiße ist eigentlich der rote, der im Wasser eingeweicht wird, die Schale abgezogen wird und dann getrocknet wird. Und der schwarze, der wird halbreif geerntet, in großen Häufen aufgelegt, da entsteht die Gärung, er wird schwarz und dann wird er getrocknet. Der Pfeffer kommt aus allen Teilen der Welt und es gibt da unterschiedlichste Sorten und somit auch unterschiedliche Geschmäcker. Wichtig ist, dass der Pfeffer erst kurz vorm Verzehr gemahlen wird, weil die Aromen und ätherischen Öle sehr leicht flüchtig sind. Der Pfeffer hat den Schärfstoff Piperin enthalten und der wirkt super durchblutungsfördernd auf unsere Verdauungsorgane, was uns hilft, schneller und besser die Vitamine und Mineralstoffe im Körper aufzunehmen. Außerdem fördert er nur die Bildung des Serotonins, was zuständig ist für unsere gute Laune. Und ich sage euch, so geile Kasnocken, die werden wir jetzt gleich verkosten. Und da bleibt mir nur noch eins zum sagen: Team, verkosten! Ich bin ja wirklich gespannt. Also ich muss sagen, für mich persönlich perfekte Kasnocken, Wild Nature und zum Schluss noch ein bisschen Verdauungs-Gin. Wenn euch heute unsere Pinzgauer Kasnocken-Folge in der Outdoor-Küche gefallen hat, dann gibt es da noch mehr davon und am besten noch abonnieren.